Hallo, servus und willkommen im Kanal. Guten Morgen aus Wiesing in Tirol, unterhalb vom Aachensee im Inntal. Es geht auf den Trailrun. Heute Vormittag habe ich eine Ballonfahrt von Aachenkirch Richtung Bad Tölz gemacht. Deswegen ist es jetzt schon Mittag, fast schon früher Nachmittag. Und daher wird das jetzt ein etwas kürzerer Trailrun, auch ein bisschen improvisiert. Über Folgen gefällt mir, Daumen nach oben, Like, mag ich, Herzchen oder wie immer es auch heißen mag, gerne auf den Kanal abonnieren. Knopfklick nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Und jetzt viel Spaß beim Training. Das wäre an sich die richtige Richtung, aber da steht Bergbaugebiet, Zutritt strengstens verboten, deswegen Rückzug. Ich habe es ja schon beim Loslaufen vorhin geahnt, dass ich heute ein bisschen improvisieren muss. Steilhang habe ich jetzt gleich hinter mir. Ich hätte einfach ein Stückchen zurücklaufen müssen. Dann wäre ich gleich auf diesen Kahnweg gekommen, der halbwegs vernünftig den Hang runtergeht. Aber hey, dieser Kanal heißt ja Flow Me in Action. Da darf es auch mal ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer geben. Ich könnte es jetzt aushalten, aber ich muss natürlich wieder zurück nach Wiesing. Ausgang von Jembach ist der Wendepunkt der Tour, im Hintergrund zu sehen, der Ausgangspunkt Wiesing. Über den Leitenweg hier lang käme ich jetzt direkt zurück nach Wiesing. Ich lege aber noch eine kleine Schleife ein in die andere Richtung, Richtung Burgegg. Das wird jetzt noch ein paar Höhenmeter geben. Burgegg liegt auf gut 730 Meter. Hier im Anstieg liegt sogar noch ein bisschen Schnee, Mitte März. Burgegg erreicht, das ist zwar nur so ein Astgipfel, aber es gibt trotzdem eine richtige Gipfelwurzel. Frisch gestärkt geht es jetzt wirklich zurück Richtung Wiesing. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle. Immer freue ich mich, wer einen gefällt mir. Gerne auch den Kanal abonnieren. Glocke nicht vergessen, dann verpasst man garantiert keine weiteren Videos. Danke fürs Zusehen. Servus, bis zum nächsten Mal. Abendsonne in Inntal.